Zeig Ihnen jetzt, wie Sie mit Seitentitelbeschreibung und Keywords arbeiten. Sie melden sich wie gehabt an in Ihrer Website. Wir sind jetzt hier in der Beispielseite Lucid und wir gehen hier auf ein speziell vorbereitetes Kapitel unsere Hundeschule. Ich gehe jetzt mal davon aus, wir machen ein Beispiel der Website einer Hundeschule, einer Unterseite eines Hundetrainers, der dort seine Hundeschule vorstellt. Jetzt einfach als Beispiel. Und wir haben hier einen sogenannten Seitentitel, der heißt Unsere Hundeschule. Und dann kommt hier eigentlich der Firmenname. Das ist ein automatisches System. So geben wir automatisch den Seitentitel ein. Das ist das, was man Seitentitel hier oben bezeichnet, wenn Sie keine eigenen Eingaben gemacht haben. Mittlerweile sehen Sie auf Ihrer Website möglicherweise an verschiedenen Stellen diesen grünen Balken. Klicken Sie, um Ihre Position in den Suchmaschinen zu verbessern. Wenn wir das tun, kommen wir in einen Bereich, in dem wir drei Datensätze eingeben können und auch sollten, falls Ihnen Suchmaschinenoptimierung wichtig ist. Und zwar das Nummer 1 den Seitentitel, Nummer 2 die Beschreibung und Nummer 3 die sogenannten Keywords oder Suchbegriffe. Beginnen wir mit dem Seitentitel und der Beschreibung. Zuerst mal möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, wozu dient das eigentlich, wo wird denn Seitentitel und Beschreibung sichtbar. Wenn Sie bei Google etwas suchen, ich zeige als Beispiel Hundeschule Basel, dann sieht die ganze Sache ungefähr so aus, dass man ein erstes Suchergebnis bekommt und dort ist der Titel in blau, das ist der normalerweise klickbare Link, dann haben wir die sogenannte URL und dann haben wir die entsprechende Beschreibung. Das heißt, Sie haben Einfluss darauf, was ein Suchender hier an dieser Seite, auf dieser Seite steht. Wenn man nur als Titel Hundeschule hat und hat vielleicht auch nur das als Beschreibungstext, dann ist das relativ wenig und wenig aussagekräftig. Und genau das ist der Grund, warum es sinnvoll ist, Seitentitel und Beschreibung vollständig und gut einzugeben. Und ich zeige Ihnen, wie das geht. Ich habe hier für den Seitentitel mal schon was vorbereitet. Das ist jetzt zum Beispiel Hundeschule und Hundetraining in Basel. Der Seitentitel darf maximal 55 Zeichen enthalten. Wenn er mehr Zeichen enthält, schneidet Google das ab oder kürzt den sogenannten Seitentitel selbst. Dann sollten wichtige Suchbegriffe enthalten sein. Das ist wichtig. Und diese Suchbegriffe sollten am Anfang stehen. Das heißt, wir haben hier für einen Hundetrainer, könnte Suchbegriffe haben wie Hundeschule und Hundetraining. Und ein dritter Suchbegriff wäre noch der Ort, in dem er sich befindet. In dem Fall als Beispiel Basel. Und erst dann kommt ein Firmenname. Der Firmenname kommt nicht am Anfang. Man sieht das sehr, sehr oft, dass das falsch gemacht wird, weil die Suchbegriffe am Anfang des Seitentitels werden sehr viel stärker gewichtet wie die Suchbegriffe am Ende eines Seitentitels. Das heißt, wenn Sie eine Hundeschule mit Namen nach MasterDog hätten und jemand kennt Sie schon unter dem Namen MasterDog, dann sucht er nach MasterDog und dann ist es ein leichtes, Sie zu finden, weil es nicht so viele Firmen gibt, die so heißen. Jemand, der Sie aber nicht kennt, und das sind ja Ihre wirklich potenziellen Kunden, die suchen zum Beispiel Hundeschule Basel oder Hundetraining Basel. Das heißt, das ist die Zielgruppe, an die Sie sich richten und deswegen stehen die wichtigen Suchbegriffe am Anfang und nicht am Schluss. Zur Beschreibung. Die Beschreibung sollte 155 Zeichen sein. Sie sollten auch Suchbegriffe verwenden. Schreiben Sie korrekte Sätze, die Besucher lesen. Hier ist auch immer wieder die Anleitung, wenn Sie nicht mehr wissen, was man da rein tun soll. Verwenden Sie keine Aneinanderreihung von Suchbegriffen. Also da steht da jetzt nicht Hundeschule, Hundetraining, Basel, Hund, Gasse gehen und so weiter, sondern da könnte drinnen stehen so etwas wie das, was ich hier mal vorbereitet habe. Eine kurze Beschreibung, wo Sie Ihre Leistung zeigen und natürlich auch einen Nutzen für den Endkunden ansprechen. Bei MasterDog lernt Ihr Hund Grundgehorsam, soziales Verhalten und vieles mehr für ein glückliches Zusammenleben. Dann kommt eine Handlungsaufforderung, Beratungsgespräch, Anruf genügt. Das ist das, was jemand hier möglicherweise sieht und der sieht dann Beratungsgespräch, Anruf genügt und klickt dann mit großer Wahrscheinlichkeit eher darauf, wie auf einen Auszug oder auf eine Beschreibung, der fast nichts drin steht. Das ist Ihre Chance. Das ist auch nicht ganz einfach, zugegebenermaßen hier einen kurzen, aber knappen Text zu formulieren. Versuchen Sie es zumindest.
weil es die Suchpräsenz und die Klickrate nachher deutlich erhöhen kann. Als letztes gibt man Suchbegriffe ein, die einfach auf der Website dann gezeigt werden, auch wenn diese Keywords, wenn oft gesagt wird, dass Keywords nicht wichtig sind, nicht wirksam sind. Keywords sind tatsächlich wieder wichtiger, als man das früher dachte. Sie dürfen allerdings nicht alles hier reinschreiben, aber die wichtigsten Begriffe würde ich dort an dieser Stelle auch reinschreiben. Und natürlich sind hier an dieser Stelle Begriffe wie Hundetrainer, Hundeschule, eventuell Basel und so weiter, sehr, sehr wichtig. Sie sollten aber auch Begriffe verwenden, die Sie vielleicht in Ihrem Text nicht drin haben. Angenommen, Sie wissen, also ist es Tatsache, dass es bestimmte Rassen, Hunderassen gibt, die sehr beliebt sind, wie American Staffordshire oder Labrador Hunde, die und diese, das sind dann auch Begriffe, die gesucht werden. Also jemand sucht eine Hundeschule für seinen Labrador oder für seinen American Staffordshire Terrier. Das sind aber möglicherweise keine Begriffe, die Sie selbst in Ihrem Text verwenden. Aber dafür ist dieser Platz. Hier können Sie, ich habe hier kurz die wichtigsten Hunderassen oder beliebtesten Hunderassen recherchiert. Hier können Sie diese Rassen als Suchbegriffe eingeben. Wir gehen anschließend auf Speichern und dann werden auch diese Suchbegriffe hier unten auf der Seite angezeigt, weil wenn Sie über Labrador auf Ihrer Seite sprechen oder das zumindest in den Keywords angeben, aber dieser Text kommt nicht auf der Seite vor, dann ignoriert mit großer Wahrscheinlichkeit Google Ihren Eintrag, weil Google sich sagt, es gibt zwar ein Keyword, das im Quelltext hinterlegt ist, aber dieses Keyword, dieser Suchbegriff erscheint auf der ganzen Website nicht. Also kann es ja dann nicht um das Thema Labrador gehen, wenn auch wenn in den Keywords Labrador drin steht. Das ist der Grund, warum wir diese Keywords auch bewusst ausgeben. Wir werden den Text noch eine Spur kleiner machen, dass er nicht ganz so deutlich ist. Aber das ist sehr, sehr wichtig. Wenn Sie die Keywords stört, lassen Sie sie einfach weg. Der Effekt der Keywords ist nicht gewaltig, aber wenn Sie wirklich wenn Ihnen sehr wichtig ist, dass Sie eine gute Position in den Suchmaschinen haben, nehmen Sie die Keywords mit rein.